Hallo und herzlich willkommen zum Rennen in Russland bei Formel 1 2016 hier in Sotschi. Wir sind am vierten Rennwochenende. Oder dritten. Dritten? Vierten? Das müsste eigentlich das vierte sein. Es ist auch das vierte. Ja, es ist das vierte, meine lieben Freunde. Wir haben keine Rivalität. Das liegt aber daran, dass wir in der letzten Session die Rivalität gewonnen haben. Wir fahren heute in Sotschi und wir gehen mal zum Training. Ich habe mir das so vorgesetzt, dass jetzt am Samstag Training plus Qualifying kommt. Und am Sonntag kommt dann das Rennen. Also ich nehme das jetzt am Stück auf, das Testrennen und das Qualifying und wir begrüßen danach Sie zu einem wundervollen Tag kommt hier das am Rennen. Schwarzen Meer. Wir befinden uns in Sochi im Olympiapark auf In der neuen Sochi. Strecke und Sehr gut. warten auf ein spannendes Rennwochenende. In der Box werden die letzten Anpassungen vorgenommen, bevor die Teams das erste Mal ihre Autos auf die Strecke fahren. Ein herzliches Willkommen an unsere Zuschauer aus aller Welt und an meinen Kollegen neben mir. Wartest du auch schon gespannt auf dieses Rennen? Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich jedes Mal, die Rennautos 19 auf Grad der Strecke zu bedeckt. sehen. Es werden nicht alle sofort an ihre Grenzen gehen. Ich weiß, dass ein oder zwei Teams sich mehr der Aerodynamik widmen werden und das braucht meistens etwas Zeit. Doch später in der Session wird es auf jeden Fall noch interessant zu sehen, was für eine Leistungszunahme möglich ist. Okay, Setup Info. Widme dich bei Gelegenheit mal einigen unserer Trainingsprogramme. Du musst sie nicht alle in einer Session absolvieren. Doch dadurch erhalten wir wertvolle Daten für die Rennstrategie und die Autoentwicklung. Na, ich lasse das mal so. Na, ich lasse das jetzt erstmal so. Jetzt gucken wir erstmal nochmal hier kurz drauf. Ja. Wir gehen erstmal zur Strecke. Machen wir doch da glatt. Da ist mal eine fette Kurve am Anfang. Ja, ist eine Gerade, hier kommt gleich noch eine Kurve, die habe ich aber auch gut nehmen können. Der ist. Bleiben Sie. Eieiei. Der Bereich da hinten ist ja ganz schön gefährlich. Hier ist die Boxeneinfahrt.
der Stadt ins Ziel. Da fahren wir doch mal eine Zeit. Dafür auch so nicht, aber. Da habe ich kurz die Wand getitscht. Da muss ich mehr ausholen. Ja. So schaut das eigentlich ganz gut aus. Da habe ich mich kurz erschrocken. Aber es geht weiter. Das sah böse aus. Alles in Ordnung? Sag mir. War ich da kurz mal Brain AFK? Ja. War ich. Nein, was habe ich getan? Achso. Enter. F7. F1. Okay. Ja, war fast. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Das wäre sehr nett. Versucht da immer drauf zu bleiben, aber es gelingt mir nicht immer. Gerade wenn das passiert. Ist alles in Ordnung? Das war heftig. Sag uns bitte. Also, Sochi könnte ein schnelles Rennen werden. Scheiße. Üben wir doch gleich mal die Boxen einfach. Thank you.
Wechsel mal auf eine andere Mischung. Na, es dauert immer so lange, bis sie reifen. Ja, und da kommt der Föhn. Und gucken sie. Und erstmal repariert. Hat etwas Zeit gekostet, die Schäden am Wagen zu reparieren. Ja. F2. Dankeschön. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1,50,0. Ja, geht zur Strecke, ja. Es dauert wirklich Ewigkeiten, herauszufahren. Bin zur Zeit Vierter. Nico ist auf P1, Spitzenreiter. Ach du heilige Makrele. Wollen auf jeden Fall mal alle Reifenmischungen hier durchgehen. Ja, mal so 1, 2, 3 Runden fahren. Und dann machen wir eine Testfahrt. Dann kommt das Qualifying und dann das Rennen. Aber hier titsche ich immer so an. Das gefällt mir nicht. Hier komme ich immer so weit rauf. Aber die Kurve, da muss ich mich besser konzentrieren. Sind ein bisschen arg hintereinander, ja. So, jetzt fahren wir meine Zeit. So, natürlich nicht. Da fangen. Dankeschön. Eieiei. Ah, da komme ich schon wieder zu weit raus. Gibt's da nicht. ...1,48 ist die Bestzeit, aber den will ich auch nicht übertrumpfen. Eigentlich schon. Aber irgendwie ist es mir gerade nicht danach. Weil die Kurven hier regeln mich... Verwarnung. Lange Geraden sind eigentlich gut, aber die engen Kurven, ja, ich weiß, Monaco wird dann bestimmt sehr interessant für mich. Alto Belli. Also die zwei Kurven, die finde ich überhaupt nicht schön. Kann man ja gut nehmen, ja, und die auch.
So einigermaßen. Aber da kann man auch nur so um die 100 Stundenkilometer drauf haben. Wie stark man hier runterbremsen muss, ist ja das Shit. Neunter. Hauptsache, der letzte Sektor wird mir in Lila angezeigt. Oh, fehlerfrei auf der Geraden bin ich mal gefahren, ja. Das ist ja der Shit. Jetzt haben sie gut genommen, muss ich alles mal sagen. Aber jetzt kommen meine zwei Hasskurven hier vorne. Die werde ich wahrscheinlich lieben im Rennen. Vor allem in den ersten Runden. Alter, wie stark man hier bremsen muss. Wie stark man hier bremsen muss. Aber ich habe sie gut genommen. Ja, die Hauptsache, dass man hier mal was gut nimmt. Um die Kurve, das ist eine gute Runde. Hey! Ja. Bam. Wie ungültige Rundenzeit, Strecke verlassen. Alter! Habt ihr das gesehen? Da habe ich gar nicht so drauf geachtet. Strecke verlassen? Verstehe ich nicht. Muss ich nochmal so sauber fahren? Ich hätte irgendwie so minus 5. War locker die schnellste Runde. Wir haben jetzt schon 3 Sekunden fast. Ja, hier blaue Zeit. Guckt euch das an. Guckt es euch an. Aber wir müssen uns auf die Strecke konzentrieren. Vor uns ist Button. Alter Vater. Ich hätte gedacht, da hätte ich jetzt eine Verwarnung bekommen. Ah, jetzt habe ich die Kurve wieder beschissen genommen. Oh, ich bin auf 11. Jetzt bin ich auf 2. Oh, eine Runde fahren wir noch. Dann wechseln wir mal auf Soft. Ach du Scheiße. Hinter mir ist Masse, ne? Muss ich ein bisschen aufpassen. So, so, so. Sammel gerade wieder, ne? Ich sammel gerade wieder.
Ah. Ich hatte schon vorher einen gelben Flügel. Hey, ich will in die Box. Lass mich in die Box. Alter Vater. War da jemand neben mir? Wollte der extra vorbeilassen, aber... Ne, sowas verstehe ich nicht. Platten. Trink mal erstmal was. So, wieder da. Schwere Frontflügelschaden. Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. Etwas Zeit. So, jetzt gehen wir mal auf F2. Und tun wir mal hier die guten auswählen. Jetzt gehen wir nochmal auf F1. Nee, nee, nee. Aber 13 von 22 ist gerade viel. So, und hier steht was oben. Und okay, zwar. Wir ändern dein Setup. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1 Minute 48,1. Ja, genau. Links neben viel Verkehr steht 5 von 175 bei mir. Da unten drunter steht Ressourcenpunkte. Der liebe Raspoal hat mir geschrieben, dass die Ressourcenpunkte auch einsetzbar sind. Kann man also irgendwo einsetzen. Ja. Weil ich jetzt hier drüben habe ich jetzt 5 Ressourcenpunkte. Und die sind eben, die sind streckenabhängig. Ich habe gedacht, ich habe schon so viel insgesamt. Also ich könnte jetzt hier auf Sochi, auf der Strecke in Sochi in Russland, 175 sammeln. Dazu müsste ich, ist eine saubere Runde. Fahre eine ganze Runde ohne die Strecke zu verlassen. Langfristig fahre 3 durchgehend schnelle Runden. Der S-Test habe ich abgeschlossen. Reifenmanagement. Verende eine Runde mit minimaler Reifenabnutzung im Reifenmanagement-Testprogramm. Schneller Sektor 3. Das ist aber wahrscheinlich nicht so schwer. Irgendwann vor dem Qualifying sollten wir unser Streckenakklimatisierungsprogramm abschließen. Das wird uns dabei helfen, komplizierte Stellen auf der Strecke ausfindig zu machen. Okay. Machen wir dann mal. Wir machen mal dann mal das. Fertig. Was sehen wir, wie wir auf weichen Reifen fahren. Bin ich sehr gespannt, muss ich ehrlich zugeben. Jetzt alle auf weich gewechselt. Ich bin 6. Oh, mitten im Pulk. Au, au, au. Wie fühlt sich das Auto an? Komm ruhig rein, um die Einstellungen zu ändern. Dafür ist das Training ja da. Wir wollen schnell sein, aber auch sicher und konstant fahren. Lass uns da ein Gleichgewicht finden.
Ich war da gerade schon in der Box. Es ist doch sinnlos, jetzt nochmal dorthin zu gehen. Ach so, zur Info, ich habe da Safety Car ausgemacht. Ich habe bei einigen Leuten, die das auch Let's Playen, auch schon gesehen, dass das Safety Car einfach mal übelst verbuggt ist. Und da schon einige disqualifiziert wurden, weil sie eben das Team nicht erreicht haben. Also ihren Vordermann nicht im Delta erreicht haben. Nur weil sie an der Box waren und dann zum Vordermann 30 Sekunden Abstand haben. Und wenn man zum Vordermann einfach mal so 40 Sekunden Abstand hat, wir fahren im Delta-Tempo, da kann man die auch nicht innerhalb von 24 Sekunden erreichen. Sinnlos. Und dann kriegt man erst, glaube ich, eine Verwarnung. Dann glaube ich noch eine Verwarnung, dann ist man disqualifiziert. Schwarze Flagge. Ja, ich überhole außen. Schneller als Massa, das sagt schon einiges aus. Auch mit Gelb. Oh, wo ist Massa? Der ist genau neben mir. Eine 1,50 ist auch interessant. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Das mit der keinen Streckenbegrenzung überschritten, das bezieht sich wahrscheinlich auf die rot-weißen Linien, die ich jetzt zum Beispiel überschreite und jetzt auch. Hab ja vorne, wir haben jetzt eine gute Zeit bekommen, weil wir die Kurve in der letzten Runde blöd genommen haben. Und zwar genau die Kurve. Die haben wir nämlich ein bisschen besser genommen. Und zack, nehmen wir die nächste Scheiße. Nicht gut. Gar nicht gut. Also gelb gewöhnungsbedürftig oder ich kann einfach nicht fahren. Ich habe einen 70 abgeschlossen. Saubere Runde. Oh, war doch eine saubere Runde. Okay.
Und die Gelben geben mir einfach keine gute Zeit. Die habe ich jetzt sehr gut genommen. Ah, warum? Warum? Warum sage ich das? Oh, 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 oh. Nicht gut. Nico ist im Moment auf P10. Auf P6. Wir machen jetzt mal so ein Sicherheitstraining. Das Qualifying-Sicherheitstraining machen wir jetzt mal. Mal gucken, was das ist. Das finde ich interessant. Aber glaube ich jetzt ja alle durch. Den kompletten Streckenverlauf hier. F1. Fliegende Runde. Machen wir schnell und knackig her. Meine Lieblingskurve ist immer da rausgekommen. Wir fahren mit Rot. Angepeilte Rundenzeit, Delta. Okay, bin ich jetzt mal gespannt. Ah, das ist mein persönliches Delta. Machen wir doch mal so. Ach, da habe ich den schon. Ne, Session Trainingsprogramm wiederholen, ja. So, gucken wir doch mal. So, so, so. Super Weichen liegen mir am besten irgendwie, habe ich das Gefühl.
Hoppla, meine Hasskurven wieder. Aber die habe ich ja einigermaßen gut genommen. Gleich noch einen überholt, ja. Fantastische Runde. Damit haben wir unsere sekundäre Zielzeit geschlagen. Du hast eine Reifenpanne. Boxenstopp, Boxenstopp. Geht's dir gut? Motor aus, Motor aus. Alter Vater, wir haben einen mitgenommen. Wir verlieren Zeit. Nein! Oh, 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 oh. Im Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Ja. Ich darf keinen Fehler machen. Alter! Ungültige Runde. Wenn wir diese Zeit nicht verbessern können, sollten wir das Programm wiederholen. Stimmt, wäre ich auch dafür. Wiederholen wir das Ganze nochmal. Weil der dänische. Okay. Scheiße. Weil wir sind ja noch nicht hier im Boxenstopp. Weil ihr im Boxenstoppfenster, sag ich schon. In der angepeilten Runden seid. Nico ist derzeit auf P8. Ah, Trainingsprogramm wiederholen. So, so wird nach links lenken. Thank you.
Magnussen. Alleine wenn wir hinterhin fahren, kriegen wir wahrscheinlich eine rote Zeit. Genau aus solchen Gründen. Ach, verdammt. Schnell von ihm wegkommen auf jeden Fall. Er ist neben uns. Gibt's doch nicht. Es wird eine knappe schöne Runde, aber es wird schön. So. Ja, ist auch noch gut. Okay. Gut gemacht. Diese Runde unterbietet unsere primäre Zielzeit. Die lange Kurve ist so assi. Ich muss mich ja voll konzentrieren gerade. Alter, wenn man hier nicht die gute Kurve bekommt. Sogar zwei Errungenschaften freigeschalten. Tschüss, Kurt.
Achso, ich spiele wie immer auf Metal. Und gerade bin ich mal wieder auf P1. Mal sehen, wie lang. Das war ja in China dann ein bisschen riskant, aber... Mal Testphase ideal genutzt. T1 4 Minuten noch. Passt doch, würde ich sagen. So. Wir werden wahrscheinlich mal noch mal kurz rausfahren. Man sieht die Verschleißbohne ja schon ein bisschen auf dem Reifen. Ich denke, das einfach nur dauert die Animation, ne? Aber es ist wahrscheinlich auch wirklich so. Und da kann man ja nichts gegen tun. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,46,2. Zwei glatt sogar. Perfekt. Guck, haben wir gleich 70 von 100 hier 75. Teamziele 20 von 25. Verende eine Runde. Reifenmanagement. Empfohlene Reifen, Rundenzahl 7. Schaffe ich aber, glaube ich, nicht mehr. Gibt plus 50. Ne? Ich glaube, das haben wir noch nicht gemacht. Nach oben steht jetzt auch Räumen. Okay. Hey, da fahren wir jetzt nicht mehr raus. Ich sage, wir gehen jetzt zum Qualifying. Weiter zum Qualifying. Ja. Ein interessantes Training. Schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Ein Force India, Hamilton und Kimi Räikkönen. Das war's dann mit dem Training. Wir sehen uns bald wieder. Wir haben alle auf hier auf Metal und auf Soft. Ich bin auf Super Soft gefahren, das ist mal. Aber das sind alles so knapp. Ich habe 1,46 dann nochmal durch das Training. 1,47,0. 1,47,3. 0, 1,47,36, 1,47,39, 1,47,98. Das ist schon krass. Und hier hinten fangen erst die 50er-Zahlen an und das ist Platz 17. Ja. Und der weiteste, der weg ist, ist 5 Sekunden. Den 52. Ja, das ist doch eigentlich gut so. Eigentlich gut so. So, machen wir wahrscheinlich auch die Stunde klar, finde ich gut. Weiter. Session Teilnahme. Erfolg. Okay. Okay. Hallo, sieht so aus, als ob du da draußen einen Rivalen hast. Das ist gut, dadurch spricht man über dich. Sorg einfach dafür, dass du besser bist, okay?
Aber nice. Rosberg. Oh, neuer Rivale, Rosberg. Mercedes ist der. Also von den anderen Team kriegen wir jetzt einen Rivalen. Ah, das ist interessant. Rangliste. Erster. Konstrukteursmeisterschaft. Erster. Platzierung Fahrermeisterschaft 2. Platzierung Fahrermeisterschaft 54. Aha. Hören wir uns doch mal die Voice mehr an. Hi, wie geht's? Hier hast du die Ziele für das Qualifying am Wochenende. 9 Tote besser. Sollte besser als mein Rivale sein, der Rosberg. Und ich soll trotzdem noch den Hülkenberg besiegen. Na, machen wir doch. So, gucken wir nochmal in den Laptop. Enter, nicht mit F1. Genau. Und wir gehen zum Qualifying. Blitzqualifying. Willkommen zurück in Sochi. Gleich schalten wir in die Boxengasse hinunter, wo die Autos für die Qualifying-Runden vorbereitet werden. Eine Strecke wie diese verspeist Hinterreifen quasi zum Frühstück. Jedenfalls sagen das die meisten Fahrer, die sich damit ja auskennen. Hier zählen sowohl die Eigenschaften des Fahrzeugs als auch der Fahrstil. Es gibt eine Reihe von langsamen Kurvenausfahrten, bei denen die Hinterreifen jede Menge Energie übertragen. Die Fahrer müssen geschickt mit dem Gas spielen, damit die Reifen nicht zu sehr durchdrehen. Sonst besteht Rutsch- und Überhitzungsgefahr und die Reifen können stark verschleißen. Ein geiles Geräusch. Ich rutsche jetzt schon. Alter Vater. Also noch starte ich vom letzten Platz, ne? Bin ich schon 15. Bin ich wieder letzter. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich auch Regen haben. Scheiße. Jetzt sind wir auf jeden Fall letzter. Na, schade. Uiuiui. Kann man das nochmal machen? Nee. Kann man nicht wiederholen. Hoffentlich regnet das im Hauptrennen dann nicht. Weil Regenrennen habe ich die Technik noch nicht so raus. Obwohl mir das hier gerade sehr hilft. Ja. Leider nicht gewonnen.
Die Startreihen für das Rennen morgen stehen fest, werfen wir aber schnell noch einen Blick auf die Top 3. Raikkonen, Vettel und Nico Rosberg. Das Qualifying ist beendet, jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Genau. Vergesst das nicht, morgen geht's weiter. Ich guck jetzt mal, was unsere Voraussetzungen sind. Im Regenrennen, ach da einmal dann. Schaut ja mager aus. Sehr mager. Ja. Scheiße. Er ist der Dritte, ist er auf der Pole. Verstehe ich gerade gar nicht. Oder ist das jetzt nur im Qualifying der erste Platz? So verlieren wir wieder ein paar Punkte. Und das ist jetzt schon das Rennmenü. Also bis morgen, meine lieben Freunde. Ciao, ciao.